erwartet. Nur 5 Minuten. Schlaf mal noch bis morgens. Okay, alles klar. Ich hab, oder, Moment. Ich hab nämlich noch eine Schriftrolle von etwas, die ich wahrscheinlich nie verwenden werde. Ich kann die nachts zum Tag machen. Die anderen schon, sie wegen so nach dem Ladekabel. Ja, so in etwa. So. Ich wollte diese Schriftrolle, die probieren wir draußen aus. Das war dann direkt neben dem Heiligen Gral. Ne, wie sagt man? Doch, Heilige Gral, ne? Und die Büchse der Pandora war daneben. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Der Mond ist einfach weggefahren. Einfach weggefahren. Tschüss. War er weg? Das war die irgendwie voll unnötige Schriftrolle. Ich find's geil, wie hier einfach der Markus. Dreckiger Dieb! Dir werde ich helfen! Aufhören! Sofort! Oh! Das ist auch mal interessant. Wie findet er so gut, dass er mir einfach hilft? Der Markus, der war doch so nett. Hier wird nicht gekämpft, klar? Lass dir das eine Lehre sein. Eben. Komm mit. Auf geht's. Da guckt er einfach nur zu. Muss ich die jetzt einfach killen, oder? Ja. Halt! Irgendwer bringt unsere Leute um. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Ich glaub's kaum, dass es da eine Quest für gibt, wenn man die braucht. Weil sonst wäre die ja nicht so einfach so. Die war in irgendeiner schweren Truhe drin. Ne, der Rebell, der bleibt da. Der bleibt dann ganz alleine hier. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was jetzt passiert, wenn ich Lee jetzt mitnehme, ob die mich dann angreifen oder ob er dann irgendwann sagt, okay, jetzt hau ich den allen aufs Maul. Mal gucken, was passiert. So. Stell mal die Wasserflasche weg, sonst hört man die ganze Zeit die Kohlensäure. So, wo ist jetzt hier mein Kollege? Da. Der kommt hier eh nicht hoch, da muss ich komplett außen rumlaufen. Das ist zu schwer für mich. Ja. Ich dachte gerade, da oben stände noch ein Org, aber der hat mich nur halluziniert. Okay, so. Nee. Wait here. Go back now. Noch haben wir die Chance. Falls das hier wieder in so einem Ding ausatmet, wie in der Höhle oder im Hochofen, lassen wir das nochmal ein bisschen abwarten. Beziehungsweise vielleicht verschieben auf unbestimmte Zeit. Da bringt man einen Typ um und schon sind alle plötzlich rot. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Hier gibt's doch noch den Typ. Ja, den hier, oder? Okay. Warum nicht? Einige Probleme erledigen. Mal gucken, was die so zum König Robert zu sagen hat. Da ist das Schwein. Schnappen wir ihn uns. Ich mach dich fertig. Erstmal, der muss als erstes weg. Der ist jetzt wirklich tot, oder? Oh. Ah, eine Sprudelflasche. So viel Kohlensäure drin. Ah. Oh, zu weit. Sorry, ich kann gerade den Chat nicht lesen, weil hier geht's rum.
Oh, der hat einen langen Hals gekriegt, wie so eine Giraffe. Muss gerade Menschen verprügeln. Oh, da fliegt ein Feuerball. Ach du Kacke, Mann, warum kommt denn da schon wieder einer? Und da unten sind auch ein Haufen Leute. Schnell. Schnell, trink den Trank. Dein Equip probier jetzt aus. Was für ein Equip? Was für ein geiles Equip hast du denn? Uah, geh weg. So, da draußen oben muss jetzt erstmal. Weil Lee steht da oben ganz alleine. Okay. Ich back. Lasst mich hier raus aus dem Stunlock. Okay. Ich muss jetzt hier einfach mal ein bisschen wegrennen. Schnell einen Trank trinken. Alle töten. Na warte, Würstchen. Okay. Oh, Roba ist hier. Ich befürchte, das Schlimmste ist für sie. Okay. Ich muss kurz hier. Handgranate! So, aber ich habe ja mal hier den Bogen. Oh shit. Feuermagie, ganz böse. Ich muss den Feuermagie da hinten gerade mal umbolzen. Noch einen. Der hat nur 50 Erfahrungspunkte gegeben. Okay, ich habe einen neuen Plan. Okay. So. Was ist mit Lee los? Schön. Lee hat ziemlich lange überlebt. Der hat exakt einen Sklavenkit gekriegt. Guter Mann. Oh ne, er hat noch. Au, boah. Also. Erst. Also richtig. Der hat richtig Gas gegeben, der Lee. Ha. Was hat er sich denn da auch so gedacht, ne? Da unten sind die noch alle da unten. Oh ja. Die Feuermarke, die möchte ich wegbolzen. Was steht denn der schon hinter mir? Oh oh. Oh shit. Oh shit. Ich bin. Ich bin tot. Ich finde es schön, wie wenn man tot ist, fällt man einfach bis zum Meeresgrund runter, weil man dann so betonierter Sack ist, ja. So, aber jetzt kann ich endlich mal lesen. So, Wiedergänger, was sind das alles? Ja, die sind alles ganz schön, ja, Arsch, ja. dein Equip. Alles klar. Ja. Feuerregen. Ja, es wäre eine gute Sache, wenn man einen hätte. Ich hab irgendwie keinen. Oh, ich hätte nur einen so ein. Oh, ich hätte so einen Blitzschlag gehabt. Verdammt. Das probieren wir jetzt nochmal aus. Und ich glaube, ich weiß auch, was ich jetzt erstes mache. Ich bringe als erstes die Feuerrage um. Ja, weil irgendwie die Zauber an sich sind alle nicht so geil. Ich habe hier so eine Flammenwelle und Frostwelle. Die machen alle nicht so viel Schaden. Und auch der Golem ist nicht so geil. Hat nicht gefunkt. Was denn? Also ich muss jetzt, glaube ich, sneaky erstmal die Links entdecken. Feuermarke. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Der eine steht hier zwar gleich da, aber die anderen sind da oben. Jetzt ist interessant, ob er mir hinterherläuft. Weg mit der Waffe! Korrupto! Hier wohl damit aufhören! Bringt nur 50.
Gut gemacht. Blitzbeschwören. Hi, Ref. Ja, den mache ich gleich. Aber mich ballern immer die. Da ist das Schwein. Schnappen wir ihn uns. Ihr werdet es zeigen. Echt jetzt? Er hat aus von hier oben hat er den gesehen. Alles klar. Er ist heiß. Okay, dann probieren wir das gleich mal aus. Machen wir mal einfach Blitzbeschwören mitten in die. In die Jungs rein. Okay. Ach shit, jetzt kommen doch alle. Nein, falsch nicht ist. Hier, das, ja. Und. Abfahrt! Okay, hat ja ganz gut funktioniert. Mit Kopfnusspfeilen auf Overschießen und gucken, ob man ja. Nee, ich glaube, das. Das reicht nicht für Ogre, oder? Oh. Okay. Okay, Lee, du musst jetzt noch eine Runde tanken. Weil ich muss jetzt hier erstmal noch einen Mana-Trank trinken. Und dann einen Blitz reinballern. Oh shit, Oba hat schon Bock. Oh oh. Nein! Lass mich doch mal in Ruhe. Ach du Kacke, wo kommen die denn alle her? Und aus dem Fenster. Nicht schlecht. Okay. Aua, lass mich doch vorbei. Oh ja. Perfekt. So. Der ist auch tot. Schnell. Blitz. Nein. Ich hab voll den falschen im Fokus gehabt. Warum hat Roba der alte Sack eigentlich so viel Lebensenergie? Ach du Kacke, warum haut der nicht so hart? Bleib stehen! Oh oh. Ah! Mann, zieh doch nicht so langsam deine Waffen. Oh oh. Es sieht diesmal schon besser aus, wie es letzte Mal. Auch wenn ich noch so ein bisschen Zweifel habe, ob das ist, alles genau klappt. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Trinken wir nochmal einen Trank. Dann gucken wir nochmal, ob wir vielleicht den Rover mit einem Lightning erwischen. Ich habe noch einen. Hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen aufsparen können noch. Die Golems sind richtig kacke. Die Blitze machen halt überhaupt keinen Schaden, oder? Ich guck mal, vielleicht. Ah, ich kann den ja auf die Schnellwahltaste hier mal legen. Oh. Nachher muss ich wieder überall nach den. Okay. Lieber Faith! Jawohl. So. Da gucken jetzt alle blöd. Ich habe die Befürchtung, dass Lee das mal wieder nicht überlebt hat. So, ob da oben Roba hockt. Voll den brennenden Pfeil in die Birne gebatzt. Komm. Da ist er! Das ist er! Da ist er! Ich finde das vollkommen gerechtfertigt, der hat mich in die Kolonie gesteckt. Die brennen aber auch wie Zunder, ne, die Jungs? Habe ich jetzt Explosionspfeile drin? Ja. Boom! Da oben stehen. Oh. Der ist weg. Mitten in die Fresse rein. Ich weiß nicht, ob ich gerade durchschieße.
Nee, nicht so richtig. Ne? Ich will hier keine Erfahrungspunkte bekommen. Jeder Schuss ein Treffer. Wir sind einfach schwer überfordert gewesen. In der ganzen Situation. So, ich befürchte, dass Lied rot ist. Soll ich jetzt da einfach mal hochrennen und versuchen, den... Es wäre natürlich perfekt, wenn ich von hier einen anvisieren könnte. Und dann da hochlesen. Oh, jetzt habe ich gespeichert. Egal. Sieht ja eh schon ganz gut aus. So, vielleicht kommen die ja runter. So richtig, es wäre geil, wenn die hier alle so runterkommen. Und dann kann man die auf einen Schlag so wegballern. Aber ich vermute jetzt fast, dass die eine nach dem anderen hier unten rausbrennen. Na? Oba. Eins muss man ihm lassen. Der kommt auch gleich als erstes. Ne? Der schickt nicht erst die Bodentruppen vor, ne? Der kommt gleich. Der hat direkt Bock. Lee hat es mal wieder nicht geschafft, ne? Aber man muss auch dazu sagen, er hat auch nicht so wirklich viel dafür getan. Deswegen ist sein Tod halt, ja, muss man mit leben. Oder er halt nicht mehr dann. aber ich wollte noch Robert einen Kopfnusspfeil an die Dinge hauen. Ja, gut Schaden, hau mir ab. Oh, jetzt sind aber wieder viele da. Und ich laufe irgendwie gegen die Wand. Ja. Welcher Patch ist das? 1.5.7, glaube ich. Moment, ich guck gleich. Bin gerade etwas hektisch. Ich komme hier nicht durch. Yay. Komm hier nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Ich bin stuck. Och Mann, lass mich doch hier raus. Bringen. Okay, neuer Plan. Naja, zum Glück habe ich auf dem Dach 1.75. Nicht 5.7. 1.75.1.4. Ich weiß, es gibt noch einen danach, den ich irgendwie vergessen habe drauf zu machen. Da könnte man, kann man nicht alles mit Rechtsklick einsammeln. Man muss nicht schleichen dafür. Ich mach dich fertig. Und oh, drüber geschossen. Ja. Das war's nämlich auch. Aus der, die Explosionspfeile sind auf jeden Fall genug, damit die Sklaven sterben. Bleib stehen. Ich hab Bock, da oben Kopfnusspfeile hochzuschießen, dass die einfach umfallen. So. Eine Kopfnuss. Du willst auch eine Kopfnuss. Und du willst... Auch eine Kopfnuss. Okay, anscheinend wieder keine Kopfnuss. Die machen ordentlich Schaden, die Dinger, ne? Aua! Zielen. Vorsichtig. 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 Okay, Explosionsfeuer haben irgendwie mehr Spaß gemacht. Ne? Schieß einfach gerade in die Menge rein. Sind aber auch echt viele da oben, ne?
Vor allem, ich weiß nicht, in welcher Logik man das schaffen kann, quasi ohne. Also zu zweit gegen alle, wenn alle auf einen Schlag kommen. Oh. So. Jetzt gucken wir doch mal nochmal, ob wir die vielleicht hier runter bekommen. Aber auf jeden Fall kriegt man einen Haufen Kohle dann, ne? Wenn man den Spaß hier verkauft. Ja. Hm. Ah, da oben oder was? Durchgeschossen durch den Gegner. Okay. Wie bin ich denn hier hochgekommen? Ups. Okay, so nicht. Ah, vom Dach. Na klar. Jetzt bin ich aber halt wieder hier unten. Das war natürlich jetzt ein bisschen doof. Okay, das wird aber nichts. Die sind, ja stimmt, gegen Untoten sind die, Untoten. Gegen Untote sind die auch richtig gut, deswegen halte ich mir da noch ein paar auf. Für die, okay, ich mach's jetzt wieder hier. Für die Angräber, da fehlen mir nur noch zwei. Was sonst? Ich halte den Kopf ab. Wird man da echt blöd von, ja. So, es sind noch nicht genug Leute, ne? Da fehlen noch ein paar. Kann dann ein bisschen reinballern. Na, da guckt er blöd, ne? Was macht er jetzt? Bleib stehen! Gott, irgendwo ein paar Hindernis. Wo ist euer König? Der hat sich doch vorhin nicht so schnell. Hier habe ich ihn da gerade daneben schießen können bei irgendwas. Es sieht auch verdammt witzig aus, wenn man so ein Skelett mit einem Kopfnusspfeil erwischt. Dann fliegt der ganze Kopf weg. So, jetzt wird einfach mal reingeballert. Flump! Der ist noch heiß. Der hat keine Erfahrungspunkte gegeben. Na, es fehlt doch noch. Eigentlich. Wahrscheinlich fehlen noch 3000. Mm, aber ich freue mich schon, wenn ich hier die ganze. Ah, da ist er ja. Roba und noch zwei andere. Oh, da oben kommen noch ein paar mehr. Ich möchte aber gerne Roba einkaufen zu feiern, die Birne ballern. Einfach, weil er es verdient hat. Der Georg. Was macht denn der hier? Georg war doch mal mein Buddy. Ich mir die Kleinen erschießen. Ja, sie steht im Weg. Hm? Das Roba ist wieder voll. Okay, die zünden wir jetzt mal an. Die müssen ein bisschen brennen. Oh, Roba brennt auch. Der brennt sich ja gut. Die Geschichte hat sich ja auch gewährt, dass man Könige gerne mal anzünden will. Oder? Und außerdem habt ihr nie getötet. Nachdem Laris schon dummerweise verstorben ist, ist jetzt nie auch noch verstorben. Meine zwei besten Freunde aus Gothic 1 haben es noch verabschiedet. So, offenes Pfeil. Punk. Und gleich nochmal. Punk. Wie kann eigentlich so ein alter Sack so viel Energie haben? Ach, da kommt noch mal einer. Da, schau an. Oh.
bisschen daneben geschossen. Verdammt. Ich würde eigentlich gern mit dem Rover einen Zweikampf. Er haut ab! Nee. Ohne Spaß. Der rennt mir nicht weg. Der rennt mir nicht weg. Der König ist noch gar nicht tot. Der rennt davon. Ah, er bleibt stehen. So, den habe ich. Nein! Der Hahn ist tot. Der Hahn ist tot. Okay. Komm zurück. Echt jetzt? Oh. Was ist das für einer, ey? Stärkste Waffe in Gothic 3. Welches sind das? Eine, die Roba davon abhält, immer wegzurennen. Hallo. Ey, du Spast. Er rennt weiter weg. Auch mal witzig, wenn der jetzt in die Barriere reinrennt. Die Ogerkeule, die Ogerkeule wahrscheinlich ohne abgenutzt oder was? Ja, okay. Ogermorgenstern ohne abgenutzt. Ah, I get it. Fuck, ich krieg ihn nicht, der ist zu schnell. Speedy Gonzales ist ein Scheiß dagegen. Er darf nicht zu weit weg. Nein. Komm, aber jetzt brennt. So, auf der Flucht erschossen. Verdammt. Da erzählt mir nichts. Wo rennt denn der hin? Es gab 5 Ruf bei den Assassinen. King Sword. Oder auf jeden Fall. Und eine Krone. Kann ich mir die jetzt. Die packe ich mir jetzt auf den Kopf. So. Ich bin der neue Boss hier. Ja? So und nicht anders. Ja? Puh. Das war eine schwere Geburt. Aber hat der vielleicht das Königsschwert? Der hätte es fallen lassen sollen, ohne dass es abgenutzt wird. Aber geil. Naja, okay, jetzt geht's mal ins Looten. Aber ich finde, es ist gerechtfertigt, dass der namenlose Held hier auf so eine, auf so einen Amoklauf quasi geht nach 1 und 2. Ja, ist man hier als Verbrecher abgestempelt und irgendwie in den Knast gesteckt. Und dann muss man zweimal die Welt retten und niemand interessiert sich dafür. Und dann da ist nichts mehr zu holen. Der Arsch war alles. Ne. Jetzt wurde zurückgegeben. Und zwar von mir an alle. Rundumschlag quasi. So, die Frage ist. Oh, da ist nochmal ein Blitz drin gewesen. Das ist natürlich sehr gut. Ich denke mal, aber wir finden hier noch das ein oder andere gute Stück.
So krass, die Oger, der Ogerprügel. Ich hab, das ist ja eine Zweihandwaffe. Ich habe gar keine Zweihandwaffe geskillt hier in dem Run. So. Ich denke mal, hier gibt es einiges zu plündern. Muss man von unten nach oben gehen, ne? Da ist nichts mehr zu holen. Die Jungs habe ich hier schon geplündert, ne? Ah ne, nicht alle. Smart, ey. Was man hier alles sich in die Taschen packt, ne? So. Das haben wir auch erledigt.